Und damit herzlich hallo zurück nach einer kleineren Pause zu Minnekraft. Mensch, da sind wir wieder. Endlich. Zu entspannteren Runden, um andere Sachen zu machen, als das, was wir sonst auf dem Kanal machen. Überwiegend gestresst rumbrüllen, weil irgendwelche Spiele nicht das wollen, wie man will. Das ist einfach nicht mein Monat, glaube ich. Naja, der Punkt war, mir ist aufgefallen, ich hatte an einem Tag 3 Let's Plays hochgeladen. Und in jedem dieser Let's Plays war ich total angepisst, weswegen ich mir dachte, ich brauche mal wieder Entspannungsübungen. Das hier zum Beispiel. Das hier sind Entspannungsübungen. Man läuft nur rum, pflanzt Sachen an. Ich sollte vielleicht doch lieber Gärtner als alles andere werden. Nee. Hier habe ich wenigstens ein Gefühl dafür, wie Sachen wachsen. Ich sehe es. Ich meine, ich habe das auch mal so versucht dieses Jahr. Habe mir hier so eine Tomate ins Zimmer gestellt. Und, ja. Nein, Drecksack, Mist. Egal, machen wir gleich weg. Und diese Tomate, ich sag mal so, es gibt mehrere Tomaten. Nicht nur diese eine Tomate. Und diese eine Tomate, die ich hier großgezogen habe, in meinem Arbeitszimmer, die, ja, ist die kleinste. Alle, die draußen auf dem Balkon standen, die waren, ja, wir sind so voll die krassen Übertomaten, aber alles da unten, also was hier, nee. Mittlerweile habe ich die Pflanze, also die Tomate, auch in... Also auf den Balkon gestellt und hoffe, dass sie jetzt die anderen einholt, aber naja, es ist wie mit auch Conquest of Champions, wenn du mal irgendwie in einen Rückstand gerätst, dann ist das sehr schwer wieder aufzuholen. Vor allem, wenn du mittendrin mal aussteigst für ein paar Tage, um zu sagen, ey, krass, ich bin jetzt meine Tomate im Innenbereich. So. Hier war doch gerade noch ein Ei. Es ist despawned, bevor ich es bekommen habe. Okay. Wo steht denn die Sonne? Wie spät ist denn das? Habe ich hier eine Uhr? Nee, hier nicht. Aber wenn ich mich recht erinnere, sagte er, es wäre ja schon ewig nicht mehr hier gewesen. Was eine Lüge wäre. Ich war schon mal hier in letzter Zeit, aber dazu gleich mehr. So, wir haben es gerade 15.05 Uhr. Okay, 15.05 Uhr ist gerade mal so mittags. Da kann man noch mitarbeiten. So, wie ihr vielleicht da unten seht, ich habe mal ein bisschen was gemacht, ne? Da unten haben wir gesagt, machen wir Glas hin, damit wir dann so einen coolen Glaspool haben. Allerdings... wollte ich darunter noch ein bisschen was vorbereiten, bevor ich dann Glas hinmache. Und naja, so kam eins zum anderen. Und im Prinzip habe ich euch hier eine Menge langweiliges Zeug erspart. Hoffe ich. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als wäre das, was ich jetzt machen würde, spannender. Aber vielleicht doch. So, und jetzt, wo wir gerade diese coole Musik haben, mal ein bisschen Amok laufen, mag den Kürbissen, kommt immer gut, kommt immer gut. Meine Güte, ich weiß gar nicht mehr. Habe ich mittlerweile vergessen, wie man moderiert? Kann sein. The Conquest of Champions ist so ein Spiel, da kannst du nichts moderieren. Du kannst kommentieren, aber nicht moderieren. Na gut, was ist das, was ich hier gerade mache? Wahrscheinlich auch mehr kommentieren als moderieren. Nee, ich erzähle jetzt euch was nicht spielrelevant. Tue ich da eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, wir erinnern uns alle. Da unten, da wollte ich mal sowas hinbauen, so einen kleinen Tunnel. Von wegen, ey, da können wir dann irgendwie durchbauen und da hinten bis in Dings laufen. Ihr kennt das da vielleicht noch. Man sieht es gerade nicht. Aber da hinten ist irgendwo unser kleiner Wassertempel. Mit kleinen meine ich groß und extrem nervig. Und die ist aber schnell gewachsen. Egal. Ich tauche mal eine Runde auf. Moment. Und ja, genau. Wir wollten diesen Wassertempel, wollten wir verbinden mit allen möglichen Zeugs. Weswegen ich angefangen habe, dort einen Tunnel zu bauen. Und dann in etwa nach weiß nicht wie viel Zeit entschieden habe, dass das Blödsinn ist. Nach sehr, sehr geringer Zeit, hoffe ich. Oh, verdammt. Kennt ihr das, wenn die Nase anfängt zu jucken? Man weiß, man muss gleich niesen. Aber man will es gerade überhaupt nicht. So. 21 Redstone-Blocks. Die können auch sehr, sehr nützlich werden. Vor allem in dieser Aufnahme, glaube ich. Ich nehme alles mit, was ich habe. So, Fackel, komm mal mit. So, Glas. Habe ich ja eben gesagt, ne? Brauchen wir wahrscheinlich. Haben wir noch Kohle? Kohle haben wir. Ja, Kohle haben wir. Das heißt, nehmen wir noch ein bisschen Sand mit und werde das schon mal da unten bei uns in den Dings packen. In den Ofen! Oder werde ich schnell ins Bett springen, in der Hoffnung, dass mich nichts angreift. Also, ach du Scheiße. Ja, so viel zu. Ich habe hier mal was vorbereitet. Nix habe ich vorbereitet. Siehst mal, wie pappendämlich ich hier... Das Ding da steht auch schon über ein Jahr rum, oder? Guck mal, jetzt sieht man's. Unser kleiner Wassertempel. Das Ding, das... Naja. Mein Ei. Diesmal war es meins. Übrigens, hallo an alle Neulinge. Ne? Es ist seit die letzte Minecraft-Folge lief, hat sich einfach die Abonnentenzahl verdoppelt.
Deswegen, hallo, das hier ist das Minecraft Let's Play. Nein, ihr habt nicht viel verpasst in den letzten, keine Ahnung, wie viele Folgen, 350? Kann sein. Irgendwie so, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Das hier ist jetzt halt nur, ne, läuft parallel zu Cons of Champions, immer im Wechsel, damit ich auch mal ein bisschen wieder das machen kann, was ich will, nämlich irgendwie blöde bauen und kreativ sein. So, ich gehe jetzt pennen, damit es hell wird. Ja, ja. So. Ich gucke übrigens nicht auf die Uhr, ne? Das wird jetzt hier nicht so wie bei Cons of Champions, dass ich alle Viertelstunde sage, und die Folge ist vorbei, auch wenn es Sinn machen würde, aber das würde mich nur rausreißen, also lassen wir das. So, was ich euch zeigen wollte, ich habe da mal was vorbereitet, und zwar, wie ihr euch noch erinnert, wollte ich hier unter Tage, unter Wasser, na, ihr wollt schon, wisst schon, aua, hier unten, dachte ich mir, können wir doch so unsere kleine Station bauen, die dann irgendwo anders entführt. Man sieht ja auch schön den Wasserfall, der in den Spalt runterkommt. Also ich finde, das ist schon mal eine geile Sache. Das Echo auch! Aber egal. So, das hier ist übrigens das Letzte, was ich gebaut habe bei den Dingen. Das heißt gebaut, ich habe hier einfach nur ausgehebelt den ganzen Kram. Und da oben, da seht ihr ja das Holz, da kommt dann überall Glas rein. Da kommt dann das Glas rein, was ich gerade auf Tasche habe. Aber naja, wahrscheinlich wird uns das hier unten sämtliche Fackeln wegspülen. Von daher muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Erde drunter klatschen, dann von oben durchlockern. Mit der Axt. So. Unsere Spur führt dann, ne? Ich habe hier so Breite 2 gemacht, weil aus irgendeinem Grund, naja, weil der Eingang vom Wassertempel dieses 8x8 Kreischen hatte. Jedenfalls, wir haben hier eine Zweierspur in der Mitte. Das geht dann also hier runter. Ne? Dann führt das Ding hier hinten in den Tunnel. Seht ihr mal, ne? Also, das hätten wir jetzt alles im Let's Play ausheben können. Aber ich habe mir gesagt, ne. Habe ich keine Lust drauf. Also habe ich gesagt, mache ich schon mal so. Habe ich mich also hingestellt mit Hacke und Axt und Schaufel und Kiste und Ofen und habe ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende hier immer weiter gebuddelt. Bis ich dann halt diesen Tunnel hatte. So, und den können wir jetzt theoretisch dekorieren zu dem ersten Bahnanschluss. Aber wir haben hier hinten auch noch, ne, falls uns ganz langweilig wird, haben wir auch noch weitere Tiefen zu erkunden. Ich habe diese Arme, habe ich, überwiegend habe ich hier alle Arme, die durch das Ding durchgelaufen sind, zugepflastert. Das müssen wir noch ändern. Ich habe hier alles zugepflastert, was irgendwie in einem Gang war. Was aber auch daran lag, dass die meisten Gänge sowieso ins Nichts geführt haben. Ich habe hier also komplett mit Steinen aufgefüllt, mit Cleanstone. Diese Gänge existieren nicht mehr. Und ich habe die Fackeln zurückgewonnen. Ach, die kleinen Scheiße. Die hatte ich ausgestellt, deswegen habe ich die schon ewig nicht mehr gesehen. Weil ich hatte keinen Bock, jetzt hier auch noch mit Creepern rumzumachen, während ich hier mit Spitzhacke mich durchschlage. So, irgendwo hier unter dem Stein müsste auch noch die Lava sein, die wir da letztens hatten. Ja, die gab es da auch noch. So, war hier nicht irgendwo mal ein Eingang oder habe ich den auch zugemacht? Ich habe offenbar auch zugemacht. Ja. So, wisst ihr ja noch, ne? Hier war unser kleiner Eingang zum Nether-Portal. Ist alles noch da, ne? Keine Sorge, die Höhle ist noch da. Ich habe ja halt nur oben alles zugepflastert. Damit man ja mal so ein bisschen sieht, was ich so... Ja, über die letzten Monate getrieben habe. Nee, habe ich gar nicht. Das habe ich am Wochenende mal gemacht. Ich habe so den ersten Teil des Tunnels habe ich dann im Survival-Modus gemacht. Da habe ich gesagt, so, Proof of Concept. Und den Rest habe ich dann im Dings-Kreativ-Modus gemacht, weil, ganz ehrlich, das hätte nur unnötig länger gedauert. Die Spinne da ist gerade ganz schön am Abkacken, aber ist mir Wurst. So. So viel also zu unserem aktuellen Status. Wir haben hier, ne, das sieht auch gerade ein bisschen kantig aus. Finde ich ein bisschen scheiße, aber kann ich auch nichts gegen machen. Das war halt, ne, ich hatte hier den Wasserfall und der lief in etwa genau bis dahin. Also bis hier. Ne, siehst du, wo das Fadenkreuz ist? Bis dahin lief der Wasserfall. Da habe ich hier ein bisschen was umgebaut und dann lief der ganze Wasserfall hier rüber. Dann haben die Lava gelöscht und all so ein Scheiß. Und da habe ich hier halt Wände hochgezogen, so ganze Staudämme und habe das Wasser immer weiter zurückgedrängt in die Wände entfernt. Und naja, jetzt sieht es so aus. Nur damit das Ganze hier mal ein bisschen Abstand wieder gewinnt. So, das da wird jetzt mein erster Job sein für heute. Was heißt, ich brauche Erde. Ist ein Huhn geworden? Ich glaube nicht, das hätte man gehört. Zip. So. Na, Chica, hast du noch ein Ei für mich? Bist du überhaupt noch angeschlossen? Angeschlossen, sagt er. So. Ja, jetzt sehe ich das Ding auch wieder, danke. Guck mal, jetzt habe ich schon wieder ein Ei in der Hose. Ich brauche Dreck. Nicht die Art von Dreck.
Nicht die Art. Habe ich hier keinen Dreck mehr oder wie? Ich brauche eine Handvoll Dreck. Ich brauche eine Handvoll Dreck. Und guck mal, was hier drin ist. So. Genau. Habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, ne? Die Flut der Karibik Review. Das war... Oh, ey, das war so anstrengend. Ich habe die Geschichte schon dreimal erzählt, glaube ich. Aber trotzdem nochmal für alle, damit sie schön lachen können. Ich hatte die Flucht der Karibik Review aufgenommen. Ne, also zusammen mit Alien Covenant und King Arthur. Das ist auch ein guter Weg, hier runterzukommen. Warum habe ich eigentlich einen Stand da? Ist ja auch egal. Mit Alien Covenant zusammen und King Arthur habe ich das Ding aufgebastelt. Mist. Habe ich die Review in einer Nacht gedreht. So. Um mal hier nicht andauernd vom Thema abzukommen. Und ja, wie soll ich sagen? Es sollte nach einem richtig geilen Special-Effekt aussehen, was ich da geplant hatte. Ich hätte mir so gedacht, ja, ist doch voll cool. Da mache ich dann halt, drehe ich die King Arthur Review mit diesem Bart, den ich mir habe wachsen lassen bis zu dem Zeitpunkt. Und dann drehe ich die Fluch der Karibik Review mit so einem leicht gestutzten Bart im Stile von Jack Sparrow. Und dann mache ich die Alien Covenant Version. Also Review. Ohne Bart. Also komplett abrasiert, weil ne, so dann, damit ich Android David memen kann. So, dann habe ich den Kram so aufgenommen, ne? King Arthur. Lief glatt. Dann habe ich Flug der Karibik aufgenommen. Ja, also quasi rundrasiert. Dachte mir, okay, ist auch ganz gut gelaufen, die Review. Dann habe ich mich komplett rasiert für Alien Covenant. Und stellte dann fest, als ich mal kurz gecheckt habe, ob noch alles läuft, dass nichts läuft. Er hat die Aufnahme drin abgebrochen. Dachte ich mir, so kein Ding, ne? Kann ja mal passieren, so ein Aufnahmeabbruch. Stellte sich nur heraus, der Aufnahmeabbruch war ein bisschen blöd, weil der ist mitten in der King Arthur Review passiert. Jeder, der die King Arthur Review gesehen hat, wird das mitgekriegt haben, dass ich da so im letzten Viertel nur noch hin und her spaste, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Weil ich dann nichts Besseres mehr hatte an Ideen als, ach, du hast doch hier diesen coolen Dings, wie heißt denn das? Diesen Moment. Ah, danke, da wollte ich Licht haben, genau da. Du hast doch hier diesen coolen Moment, wo du gesagt hast, wie man da halt eine epileptische Anfälle kriegt und hast das so schön gespielt. Nimmst du doch das mal als Standard-Videomaterial für den Rest dieser Review. Und so ist das denn entstanden, dass ich da den ganzen, also den ganzen, das letzte Viertel der Review so rumzappel wie ein Vollidiot. Weil ich ja sonst nicht rumsappel wie ein Vollidiot. Das ist ja völlig fern von dem, was mir sonst nahe liegt. Jeder, der mich nur über Concept Champions gefunden hat, wird sich jetzt denken, wer ist der Typ? Der ist so ganz anders als in dem Spiel. Ja, das ist halt, ne? Der Moderator passt sich an das Spiel an. Und Concept of Champions ist halt eine gemeine, fiese, eigensinnige Seuche. Und deswegen werde ich auch dann sehr fies und eigensinnig und voll die Seuche. Und flucht dann halt nur noch rum, weil alles nicht mehr so klappt, wie soll. Weil alles nicht klappen darf, wie soll. Weil, ne? Wenn du dich bei Concept of Champions voranarbeiten könntest, ohne haufenweise Geld reinzustecken, dann wird man damit ja nichts verdienen. Ne? Das ist so das Prinzip hinter jedem Handyspiel. Irgendwo sind versteckte Kosten, mit denen du dir das Leben leichter machen kannst. Was ja nichts Verwerfliches ist, ne? Wenn du halt meinst, du kommst ja nicht weiter, okay, wir helfen dir, ne? Wir geben dir einen Vorteil, wenn du uns finanziell unterstützt. Was daran immer nur so abgefuckt assi ist, ist, dass es einem unmöglich gemacht wird, an einem bestimmten Punkt noch normal das Spiel spielen zu können, wenn man da nicht haufenweise Gold und Geld und sonst was rein investiert. Es sei denn halt, du bist ein Hardcore-Spieler, der das rund um die Uhr macht. Und Rapper, wer gerade geizig ist und keine Zeit mehr hat für alles andere. Genau. Und wenn du dann schon deine ganze Zeit darin investierst und immer noch nichts bei rumkommt, dann wirst du irgendwann blöde. Dann steigt die Frustration an und 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 irgendwann hast du dann halt so die Schnauze voll, dass du nur rummeckerst in dem Spiel. So, und an dem Punkt sind wir jetzt hier nach 3 Monaten, ne? Ein Quartal habe ich durchgehalten und dann hat es mich dann doch eingeholt, diese ewige Frustration in diesem Spiel. Deswegen so ein kleiner Breakdown gegen Ende Mai. Ja, muss auch mal sein.